Jetzt hat ein Lokal einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich. Jetzt sei der Nichtraucherbereich etwas zu klein geraten und die Anzeige ist da. Was sagen Sie dazu? Nein, das ist ein Blödsinn. Wegen dem muss man keine Anzeige machen, weil es zu klein geraten ist. Es hat nicht mehr Platz. Ja gut, ich würde das Rauchen ganz verbieten, obwohl ich Raucher bin. Es ist in Wirklichkeit jeder Raucher froh, wenn er eigentlich keine Zigarette rauchen braucht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das zu wenig sei, der Nichtraucherbereich. Gesetzeslage ist für mich undurchsichtig. Auf jeden Fall kann ich bis heute nicht verstehen, dass man nicht dem Besitzer des Hauses das Recht einräumt, darüber zu entscheiden und zu definieren, ich bin der Wirt, ich rauche, meine Gäste rauchen, meine Angestellten rauchen. Andernfalls, ich bin der Wirt, ich rauche nicht, meine Gäste rauchen nicht, meine Angestellten rauchen nicht. Stellt die Tafel hinaus, das wird definiert und dann wird sich zeigen, wo die Gäste, was die Gäste bevorzugen. Ich finde das einfach unfair, weil aus diesem Grunde, oder? Die sogenannten militanten Nichtraucher, die haben ein Ausweichlokal, wenn sie ein Lokal brauchen, wo nicht geraucht wird. Ich habe kein Ausweichlokal, wenn ich zu Fuß gehe. Ich muss die Abgase der Nichtraucher auch einatmen. Sie sitzen hier im Röstlepark im Nichtraucherraum. Was sagen Sie zur Größe? Ja, noch ist er groß genug, weil er leer ist, aber sonst ist er wahrscheinlich schon ein bisschen eng. Und finden Sie, dass es gerechtfertigt ist, dass es hier Anzeigen gibt? Auf jeden Fall. Also wenn es dem Gesetz nicht entspricht, also ich denke, da muss man was tun, ja. Hätten Sie vielleicht einen konstruktiven Lösungsvorschlag zu diesem Problem? Ja, also da hätte man schon was einfallen. Man könnte es umtuschen. Da, wo der Nichtraucherraum ist, machen wir Raucher und tue es umgekehrt. Was würden Sie dazu sagen, wenn hier in Zukunft der Nichtraucherraum wäre und der ehemalige Nichtraucherraum der künftige Raucherraum wird hier im Röstlepark? Wenn im Bereich der Bar nicht geraucht wird, wäre es für die Kommunikation wahrscheinlich nicht das Idealste. Also wenn man das tauscht und drinnen wird geraucht und herinnen nicht, wäre das komplett das verkehrte Konzept. Was halten Sie ganz allgemein von der Raucher-Nichtraucher-Diskussion? Also ich hoffe, dass sich das erübrigt, weil es nur noch Nichtraucherei mehr gibt. Die, die halt nicht rauchen, die gehen zum Nichtraucher, die, die nicht, die gehen zum Raucher. Jeden das seine. Fertig.